Herzlich willkommen zum Speed Learning zum Thema die Polynomdivision. Zu finden ist dieses Thema im Fernlehrbrief Mathematik. Sehen wir uns dazu mal eine Beispielfunktion dritten Grades an. F von x ist gleich 1/2 x hoch 3 minus 1/2 x Quadrat minus 2x plus 2. Zur Veranschaulichung sehen Sie auf der rechten Seite den Verlauf der Funktion. Um die Funktion etwas zu vereinfachen, multiplizieren wir sie mit 2. So verschwinden die Brüche. Die Funktion hat dann einen anderen Verlauf, aber die gesuchten Nullstellen verändern sich nicht, denn 2 mal 0 ist immer noch 0. Um die Polynomdivision anzuwenden, muss nun eine der Nullstellen bereits bekannt sein. Das einfachste Mittel ist, diese zu raten, beziehungsweise so lange Zahlen einzusetzen, bis die erste Nullstelle gefunden ist. Da das absolute Glied der Funktion gleich 4 ist, empfiehlt es sich, die ganzzahligen Teile von 4 einzusetzen. Setzt man für x gleich 0 ein, ist der Funktionswert gleich 4. Setzt man für x gleich 1 ein, dann ist der Funktionswert gleich 0. Die erste Nullstelle ist also gefunden. Nun kommt die Polynomdivision zum Einsatz. Die Funktion wird geteilt durch den Ausdruck x minus 1. Warum nimmt man nun x minus 1, wenn doch die Nullstelle bei plus 1 liegt? Wenn man sich x minus 1 als Funktion ansieht, beschreibt sie eine Gerade, die ihre Nullstelle bei plus 1 hat. Das Vorgehen bei der Polynomdivision ist nun wie folgt. Zunächst kümmern wir uns um diesen ersten Teil, dieses erste Polynom, x hoch 3, das wird geteilt durch x. X hoch 3 geteilt durch x ist gleich x Quadrat. Nun müssen wir wieder zurückmultiplizieren. X Quadrat mal x ist gleich x hoch 3. X Quadrat mal minus 1 ist gleich minus x Quadrat. Wie beim schriftlichen Teilen ziehen wir diesen Teil nun ab. Wir haben also hier stehen x hoch 3 minus x hoch 3 ist gleich 0. Das lassen wir einfach weg. Minus minus x Quadrat ist plus x Quadrat. Minus x Quadrat plus x Quadrat ist gleich 0. Und nun können wir diesen Teil einfach runterziehen. Minus 4x. Das ist also jetzt der neue Ausdruck, den wir wieder durch x teilen. Minus 4x geteilt durch x ist gleich minus 4. Da wird das Teilen durch den x-Term noch ein bisschen deutlicher. Gut, minus 4x geteilt durch x ist also gleich minus 4. Nun müssen wir wieder zurückmultiplizieren. Minus 4 mal x ist minus 4x. Minus 4 mal minus 1 ist plus 4. Auch dieser Teil wird wieder abgezogen. Wir haben also minus minus 4x sind plus 4x. Minus 4x plus 4x ist gleich 0. Minus 4 von 4 abgezogen ist auch 0. Also 0. Wir haben also einen Rest von 0. Das ist also unsere Lösung. Hier kann man sehr schön sehen, dass dadurch, dass wir durch die gefundene Nullstelle geteilt haben, wir nun eine quadratische Funktion bekommen haben, die die beiden verbleibenden Nullstellen noch aufweist. Wenn wir wissen wollen, wie die Nullstellen von x² minus 4 gleich sind, können wir eine Gleichung aufstellen. X² minus 4 gleich 0 plus 4 ist die Rechenumformung. X² ist gleich 4. Dann haben wir also x 1. Wir haben zwei Lösungen. Ist gleich 2. 2 zum Quadrat ist gleich 4. Oder ist gleich minus 2. Weil minus 2 zum Quadrat ist auch gleich 4. Das sind also die weiteren Lösungen.
zusammen mit der zuerst erratenen Lösung von x3 gleich 1 haben wir die drei Nullstellen bestimmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.